So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Five Nights at Candy's 3. Wir hingen beim letzten Mal in Nacht 3. Diesmal will sich auch Nick etwas hier genauer sich das Spiel anschauen. Sag mal hallo. Hi. Und ja, werden wir wieder verkacken oder schaffen wir es jetzt endlich? Weiß nicht, auf jeden Fall wird es ziemlich hart. Zumindest habe ich gemerkt, dass es ziemlich hart ist. Denn auf jeden Fall, wenn beide erstmal irgendwo so sich verstecken und dieser Ton, der beim letzten Part irgendwie war, ich weiß auch nicht, was das war, aber irgend so ein komisches Geräusch war. Ich dachte eigentlich, das wäre Cat, aber stimmt irgendwie nicht. Das auch wo ich Cat verscheucht habe, war das, ging es irgendwie weiter. Ich habe keine Ahnung, was es war. Hab mich auf jeden Fall verwirrt. Oh, bestimmt bevor wir irgendwas machen müssen erstmal. Übrigens habe ich gemerkt, dass sie das gar nicht mal so gut hört. Im Video, deswegen. So, wenn ich hier so bin, in dieser Position, dann hört ihr die Musik irgendwie nicht so gut. Also, da. Und Easter Egg im Übrigen, glaube ich, gibt es ja eigentlich nichts. Also wieder, wo? Cat? Pfosten? Ah, das habe ich gehört, ah, im Schrank. Cat will sich auch bestimmt gleich irgendwo wieder zeigen. Irgendwo an den Ecken wieder. Hallo Cat? Ne, will aber nicht. Scheiße, die Musik ist zu... Cat! Oh, und Red. Zurückspulen. Das habe ich gehört. Wo? Da. Und wieder. Los. Cat hat sich bestimmt auch wieder... Ja, Cat hat wieder die Chance genutzt und hat sich hier wieder versteckt. Und Red wird bestimmt auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. 1 AM haben wir es inzwischen. Oh, ja, hi. Ja, insgesamt kann man ja sagen, Cat. Wenn man weiß, wie es geht, dann ist es eigentlich nicht schwer, aber ich. Ja, trotz allem, dass ich es weiß, ist es so, schon ziemlich schwer, trotzdem. Weil so spät, irgendwann, aber bei einer gewissen Uhrzeit, gehen die schon ziemlich ab. Wo? Im Schrank. Wo? Oh, hi. Hab ich ihn leider nicht gesehen. Muss ich ihn kurz hier überleben. Ben, verpiss dich, Mann. Geh, ja. Ist hier unter meinem Bett. Wo bist du? Links. Gut, dann gehe ich kurz nach rechts. Hi. Und Cat hat bestimmt die... Oh mein Gott! Alter, war das knapp. Der wollte mich gerade bestimmt anspringen oder so. Du Wichser. Da krabbelt halt immer mehr auf mein Bett drauf und ja. Wo hab ich was gehört? Ja, da. So, und weiter bitte. Was bringt die Musik eigentlich? Damit wird die geht schneller die Zeit vorbei. War schon auch in der Demo so. Ach so. Geht die Zeit schneller vorbei. Cat. Und ja, inzwischen Red. Inzwischen habe ich jetzt eigentlich mal die Namen auswendig, denn ihr wisst ja noch im letzten Part, bin ich immer durcheinander zwischen Red und Cat gekommen. Weil die Namen sich einfach zu ähnlich sind. Red, Cat. Das ist eigentlich nur der Anfangsbuchstabe anders. Das ist einfach übelst schwer. Aber inzwischen ganz kurz gewesen. Ja, tschüss. Ah, das habe ich gehört. Hi. Cat lässt sich bestimmt auch irgendwo wieder. Nö, noch nicht. Okay. Dann nutze ich das kurz und spule wieder die Musik zurück. Guck mal kurz auf die andere Seite wegen Red. Nö, nicht. Cat. Es ist dann schon wieder passiert. Mann.
Cat und Red. Und weiter Musik. Wo? Da. Cat? Nö, okay. Wo? Da? Cat, bist du auch mal wieder irgendwo? Obwohl, stimmt, einmal ganz kurz, da war da. Auch nur ganz kurz, diese Niete. Die ganze Woche hier die ganze Zeit nur umher schon. Bisher hat uns Red nur einmal angegriffen. Da. Und Cat, der ist eh eine Niete. Aha, hi. Oh. Oh nein, hab ich auch. Ja. Da habe ich nicht schnell reagiert. Das ist halt schon vor AM jetzt. Jetzt wollen sie es wirklich wissen. Langsam. Oh. Boah, das muss wirklich ganz genau sein. Ganz genau muss es sein. Falsch. Brauche ich das? Raus. Nach links. Na, nochmal nach rechts. Das war's. Ich dachte, er wäre schon gekommen. Ich habe da irgendwie so einen Ton gehört, aber wahrscheinlich war es Cat. Fuck me. Aber wir kamen bis 4 AM. Zeig dir, das ist hart. Das ist einfach hart. Aber dafür ist das Spiel gut, muss man echt sagen. Dafür, dass es kostenlos ist? Ja, auf jeden Fall. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Musik. Es vergeht die Zeit da so langsam. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Hi. Cat. Deine Ohren hier sehen. Was ich im Übrigen aber ein bisschen an der Story irgendwie gemerkt habe, beziehungsweise an dem Spiel gemerkt habe, ist, dass es, glaube ich, vor den ganzen Geschehnissen von hier Five Nights at Candy's 1 und 2 ist. Quasi ist Teil 3 davor. Naja, also man hat ja allgemein schon erfahren, dass etwas vor ein Jahr, das was wir hier machten, vor einem Jahr geschehen ist. Aber dass es wirklich vor einem Jahr seit hier Five Nights at Candy's passiert ist? Nee. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sind hier die einzigen Gegner nur, wie es aussieht, Red und Cat. Was ich ein bisschen schade finde. Hätte es schon etwas mehr geben können. Spätestens ab Nacht 5 oder so hätten sie noch einen neuen einbauen können, aber... Cat. Aber eigentlich müsste keiner mehr kommen. Es wurden ja nur zwei vorgestellt. Oder beziehungsweise da bei diesem Bild da am Anfang wurden nur zwei Gesichter gezeigt. Red und Cat. Also müsste jetzt eigentlich keiner mehr kommen. Jetzt müssen die eigentlich nur noch... Nacht 4 und 5 müssen die eigentlich nur noch härter werden. Und wenn es dann auch noch eine Bonusnacht gibt, damit rechne ich... Ja, wer weiß. Entweder wird es entweder wieder nur noch härter. Wo gerade kommen. Oh ne. Jetzt habe ich auf Red nicht geachtet. Bett. Und so mache ich den Fehler aber nicht. Wo bist du? Links. Rechts. Warten, 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 warten. Hab gehört. Das habe ich gehört. Tschüss. Oh, Cat.
Hi. Musik. So spielen. Ja. 2 a.m. Wäre eigentlich mal einen Fortschritt haben. Weiter als 4 a.m. will ich es mal eigentlich mal schaffen. Dann wir auch mal hier Fortschritte machen. Hi. Und ja, dass hier nicht so viel passiert, ja, das wusste ich, habe ich schon in der Demo gemerkt. Dass man ja einfach nur ein bisschen durch die Gegend gucken muss und ja, halt aufpassen muss, dass hier niemand reinkommt. Es ist doch wirklich dieser genial, aber wie gesagt, ja, wie das umgesetzt wurde, wurde die ganze Zeit hier nur so und so und so und so und immer wieder hin und her, das einfach machst, das, ja, das ist ein bisschen, ja. Denn sie, naja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es schreiben soll. Hätten sie interessanter gestalten können, dass man, wenn man vielleicht einen gesichtet hat, man vielleicht ab und zu mal zur Tür oder so rennen muss, dass man den wieder verscheuchen kann. Ja, sowas muss jetzt eigentlich nicht sein, weil sowas habe ich schon FNAF 4 schon gehasst. Das ist auch der Grund, warum ich FNAF 4 nicht kann wahrscheinlich, weil ich einfach den nicht an der Tür hören kann. Moment, 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 das habe ich gehört. Cat, nee, dass man den vorher schon hört, aber... Ja, einfach hier hört man ihn ja auch. Ich bin nur zu blöd dazu. Ach so. Da ist ein Ton, aber ich bin zu blöd, um das zu merken. Wirklich, ich weiß es nicht. Ich bin zu blöd für FNAF 4. Ich kann das nicht. Ich kann wirklich jeden FNAF-Teil bis auf 4. Sister Locations habe ich ja noch persönlich noch gar nicht gespielt. Cat. Wo? Na. Wichser, ich bin wieder im Schrank. Die Musik ist schon wieder aus. Ja, kümmere ich mich gleich drum. Ja, kümmere ich mich gleich drum. Geht nun mal nicht, wenn ich hier um den Spaß kämpfe. Geht es gerade nicht. So, jetzt so. Oh, Scheiße, stimmt ja, nein! Rüber. Cat. So, das war erstmal wichtiger. Wie sieht es mit Cat aus? Okay, weg. Ne, erstmal zurückspulen, okay. Cat? Da. Werd mal bitte vorher M. Bitte. Oder wie lange ist es jetzt? Okay. Wie lange ist es erst 3 a.m.? Schon eine ganze Weile. Na gut, dann müsste es ja nicht irgendwie im Moment zu 4 a.m. switchen. Ja, oh, okay. Cat. Das habe ich gehört, das Klopfen. Und ich kann euch auch diesmal wirklich nicht versprechen, ob ihr den Ton von der Musik wirklich hören könnt. Ich hoffe es aber mal. Wo? Da. Cat, bist du irgendwo? Nee. Die Musik hat schon wieder aufgehört. Cat. Ich kann jetzt aber, was auch echt schade ist, dass ich hier nicht so viel sagen kann, ne? Wirklich. Muss ja aufpassen. Ich glaube, ich da unten in der Ecke war, glaube ich, sogar Cat. Wenn ich es richtig gesehen habe, der hat sich gerade aus dem Stoff. Ja, ist abgegangen. So, jetzt so wieder unterm Bett. Und schon wieder ist dieser Ton. Hört ihr das? Das liegt am Band. Das ist das Band. Ich habe ihn noch angeleuchtet. Du willst mich doch verarschen. Das war das Band. Das hat sich richtig wie das Band angehört. Das hat sich aufgehangen.
Klar, sowas ähnliches gab es auch in der Demo. Aber da hat es nicht hier rumgebackt, da hat es hier. Das war ja auch kein Bug, das hatte ich so angehabt, wie als wäre das Band durchgerissen. Ja, sowas ähnliches meine ich ja. Aber in der Demo war es auch sowas. Aber da hat das die Musik komplett aufgehört. Da habe ich auf Play gedrückt und keine Musik kam. Nix. Ruhe war da. Auch wenn der zurückgespült hat? Ja, da hat gar nichts gebracht. Also. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das im Video gemacht habe, weil ich habe es ja offscreen durchgespielt. Da weiß ich nicht, ob ich das schon aufgenommen habe. Und ich langsam reg Was mich nach drei bedeutet eigentlich wirklich die ab. Katze in der Mitte? Das ist eine Katze, die dir von Anfang an hilft ein bisschen, aber jetzt immer, desto weiter ich komme, desto weniger ist die irgendwie wert. Also desto mehr kannst du sie eigentlich lassen. Ich sag zwar immer irgendwas anderes, aber ja, da ich jetzt schon eine Weile bei Nacht 3 hänge, ja. Und wirklich, Leute, ich schwöre euch, langsam regt mich Nacht 3 wirklich auf. Wortwörtlich Die auf. Musik. Ja. Weil wir auch vor allem immer, wie gesagt, das Gleiche haben. Wie gesagt, immer hin und her gucken. In der Indie-Version konnte ich wenigstens noch so zack, 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 oder ganz schnell so, aber hier muss ich warten. So. In der Indie-Version konnte man ja übelst schnell durchpacen, weil man hier halt das mit dem Touch und so hatte. Aber hier dauert es ein bisschen. Hier hätte man das Easter Egg machen können. Haben sie aber nicht gemacht. Sieht doch auch Freddy ähnlich mit der Zylinder auf dem Kopf. Allgemein. Naja, den Wikingerhelm, wenn du den Wikingerhelm runternimmst, dann sieht der Freddy schon ziemlich ähnlich. Eigentlich schon. Geht aber nett. Haben sie nett Die eingebaut Musik. den. Ja, ich hab's schon gehört, ich habe nur auch Cat Red gehört. Muss ich kurz auf den kurz. Hallo, da. Musik. Bin mir sicher, das nutzt jetzt hier Cat jetzt aus. Tatsache. Den habe ich gehört, mein Freund. Cat hat irgendwie nichts vor heute. Doch, hier. Hier ist ein Zeit mal. Oder für, wie gesagt, dafür, dass es hier nicht so viel zu, viel zu tun gibt. Oh. Dafür ist die Musik schon entspannt, muss man echt mal sagen. Wahrscheinlich damit, dass einem so vorkommt, dass es so schnell vergeht die Zeit. Na, ist doch so, ist auch im Real Life so. Wenn du dir irgendwie was anhörst. Oh, ja. Ich spiel's gerade raus und dann ist es fertig. Ist auch im Real Life so, wenn du dir was anhörst oder was zockst oder so, dann vergeht doch die Zeit irgendwie schneller. Ja. Ist doch Kommt einfach so. mal nur so vor. Das war aber ganz schön schnell gerade, oder? Ja, das sind noch drei. Ich will gar nicht jetzt wissen, wie schnell es dann noch 4 und 5 geht. Alter, das Ding spielt jetzt schon verrückt, alles klar. Musikplatte. Versuch mal jetzt. Ah, nein, die Version ging es nicht so leicht.